Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Sendung mit Mr. Roar. Bevor es losgeht mit diesem Video, will ich euch auf etwas Großes aufmerksam machen. Ich habe immer in Videos immer nur einzelne Teile meines Konzepts vorgestellt, aber ich habe noch nie das Ganze als Masterclass veröffentlicht. Jetzt in den nächsten Wochen ist es soweit. Auf meiner Akademie wird die Mr. Roar Masterclass veröffentlicht. 300 Seiten Workbook, 160 Videos mit Schulung, Zubereitungskursen etc. 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 Mein Alltag vom kleinsten Detail bis ins Größte mit all meinen Philosophien und Denkansätzen, die ich über die Jahre gesammelt habe, zusammengefasst, Schritt für Schritt, mit Anleitungen und mit einem Workbook, das sich wirklich sehen lassen kann. Es ist wie ein nächstes Buch, das ich veröffentlicht habe, mit Grafiken etc. etc. Ihr wollt das Team der Rokosteria kennenlernen, ihr wollt sehen, was hinter den Kulissen vor sich geht, wie wir unseren Pizzaboden machen, wie wir unsere Süßigkeiten machen, all das in der Masterclass verankert. Außerdem ein Trainingsvideo von mir, wie ich draußen trainiere, was für Übungen ich mache, welches Trainingskonzept ich verfolge. Und ganz wichtig, die Masterclass ist eigentlich was für jeden. Du willst abnehmen, du willst mehr Energie im Alltag haben, du willst dich jünger fühlen, du willst Stressbewältigung, du willst wieder gesund werden. Ja, hier werden wir dich selbst ermächtigen. Ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet, es ist hochprofessionell, perfektes Bildmaterial, super Ton, also alle Kritikpunkte, die mir immer so entgegengeworfen wurden in der Vergangenheit, kann ich mit dieser Masterclass eliminieren und lade dich ganz herzlich ein, einfach mal reinzuschauen. Aber jetzt viel Spaß beim Video und alles Gute, wir sehen uns. Ganz kurz vielleicht zu dir, David. Du siehst auch jung und schön und sexy noch dazu aus. Also das heißt, die vegane Ernährung kann nicht nur helfen, gesund zu bleiben, sondern auch richtig, richtig fit zu sein, richtig? Richtig. Und ich kann da Barbara erstmal nur ein großes Kompliment machen. Ich habe das nämlich ähnlich gemacht wie du. Ich habe erstmal geschaut, wie machen das die Tiere in der Natur? Und bin dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und die Tiere in der Natur, wir haben 1,8 Millionen Spezies und die ernähren sich alle rohköstlich. Das heißt, ein Großteil dieser starken Tiere ernähren sich auch vegan. Ja, Nilpferd, Nashorn, aber auch Pferde, die so unheimlich starke Muskeln haben. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass die Tiere, die ja gar nicht so viel Eiweiß essen, wie man immer so viel meint, so starke Muskeln haben. Ja, und dann den Gorilla als Vorbild genommen, den ich auch hier drauf habe. Ja, und da habe ich mir gedacht, hey, dann mache ich doch einfach wie der Gorilla und ernähre mich von lebendiger Nahrung. Zum Beispiel Sprossen, Keimlinge etc. Da werden wir ja vielleicht noch im Detail gleich drauf eingehen. Fakt ist, die Natur als Vorbild sich zu nehmen, ist, glaube ich, der beste Weg, um wieder zurück zu seinen Wurzeln zu kommen und auch ein gutes Verständnis davon zu haben, was braucht eigentlich ein Mensch in der heutigen Gesellschaft. Also hier sehe ich ja jetzt ganz tolle Food Trucks und vieles, vieles mehr, veganer Döner und so. Heißt es denn, dass ich mir überhaupt keinen Kohlenhydrate mehr, keine Fette mehr, nur noch Säfte, nur noch Salate, nur noch Zeug? Also wie machst du das? Womit baust du deine Muskeln auf? Nur mit Salat? Also nee, man kann sich natürlich auch mal ausnahmsweise sowas gönnen, das ist ja natürlich klar, das soll schmecken. Aber grundsätzlich mache ich das genau wie du, ehrlich gesagt. Morgens gibt es einen frisch entsafteten Gemüsesaft mit entweder Wildkräutern, aber auch sowas wie Sellerie, Karotte, rote Beete, was man auch im Supermarkt holen kann. Da achte ich halt sehr stark auf Bio-Qualität, am besten Demeter-Qualität, was das höchste Bio-Siegel ist, das wir so haben. Und dann schaue ich noch, was kann ich integrieren, was wirklich Power gibt. Was ist denn der Gorilla im Dschungel? Ja? Also mein Vater kommt aus Kamerun und in Zentralafrika gibt es noch diese Gorilla und da sind Primatenforscher hingereist und haben mal geschaut, was ist denn der Gorilla im Urwald? Und was, ihr werdet es kaum glauben, was ist der Gorilla, was glaubt ihr? Pflanzen. Dunkelgrüne Blätter und vor allem Babypflanzen. Das heißt, er isst ganz kleine Sprösslinge, die sowohl noch Wurzel haben, als auch die ersten Keimblätter, nimmt die so raus und kaut sie genüsslich. Das heißt, ich würde dazu den Salat noch Sprossen integrieren. Ja, das heißt, ich esse jeden Tag noch eine große Portion Sprossen dazu, weil die ja quasi noch bis in den Mund weiter wachsen und eine Fülle an Enzymen und diversen Mineralstoffen haben, die im Supermarkt Gemüse heute sehr rar sind, sehr schwer zu finden. Ja, das heißt, Sprossen noch ergänzen und ich würde auch noch ein paar fermentierte Produkte empfehlen, wie Sauerkraut, besonders jetzt im Winter, oder Cashewkäse oder andere fermentierte Produkte, die dabei helfen, das Mikrobiom, ja, die Darmflora aufzubauen. Denn es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern was können wir davon aufnehmen. Wie viel kommt letztendlich in den Zellen an? Das ist die viel größere Frage. Und da brauchen wir Unterstützung durch ein gesundes Mikrobiom, eine gesunde Darmflora, kleine Mikroorganismen, die die Nährstoffe auseinandernehmen und dahin transportieren, wo sie gebraucht werden. Beispielsweise in die Muskulatur.
Ja, also wenn wir mal schauen, ich weiß nicht, wer kennt sich hier bis mit Eiweiß aus? Was hat denn das beste Kobe-Rindfleisch, also sehr gutes Rindfleisch? Wie viel Eiweiß, wie viel Prozent Eiweiß hat es denn? Weiß das hier jemand? Ja gut, wir sind ja alle schon vegan, wir hören jetzt gar nicht mehr zu den Fleischessern. Also für die, das propagieren, das beste Rindfleisch hat 23% Eiweiß. Ihre Handsamen haben schon 25%. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet Algen essen, wie die Spirulina-Alge, wo es ja auch einen wunderbaren Stand gibt, die hat 72% Eiweiß. Die Chlorella hat 65% und die ganzen Pflanzen, die wir hier so vertreiben, Weißengras, Gerstengras, haben alle um die 20%. Also da braucht ihr euch überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Außerdem wusstet ihr, dass der Körper gar kein Eiweiß aufnehmen kann? Denn er kann nur aufgeschlüsseltes Eiweiß, also sogenannte Aminosäuren, aufnehmen. Ja? Unsere Eiweiße oder besonders pflanzliche oder tierische Eiweiße bestehen aus Ketten von Aminosäuren und die müssen zerkleinert werden, um dann die einzelnen Bausteine, die Aminosäuren, in die Darmwand einzubringen. Und deswegen brauchen wir ein gesundes Darmmilieu, ein gesundes Mikrobiom, eine basische Darmflora, um überhaupt das aufnehmen zu können. Also der Fleischesser ist da vollkommen auf dem falschen Weg und tut sich damit überhaupt nichts Gutes mit seinem Eiweiß. David, deine Abschlusstipps. Ja, also wunderbar, so, du hast es aus der schönen weiblichen Perspektive beschrieben, nach dem Gefühl gehen, auf sich innerlich hören. Und ich bin auch der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, aber man sollte auch den Verstand mitnehmen. Das heißt, man sollte sich richtig gut informieren. Man sollte mal schöne dicke Bücher darüber legen, wie schlimm Milchprodukte sind, Fleisch sind, glutenhaltiges Getreide, was ich auch hier oft noch sehe, wird auch stark unterschätzt. Und da sich erstmal rational davon überzeugen, mit den ganzen Studien und den ganzen wissenschaftlichen Grundlagen, was man deinem Körper sich dann antut und das dann auch noch erleben am besten, ja, dann mal reinspüren, wie hat mir das Leben, Lebensmittel gerade, wie hat mir das gerade, wie habe ich das vertragen. Und dann einfach mal gucken, Step für Step, wie sie schon sagt, aufhören, weniger Fleisch. Und ganz im Ernst, ich bin ehrlich gesagt den gleichen Weg gegangen wie viele von euch. Ich habe erstmal mit diesen ganzen Ersatzprodukten angefangen und es ist schon mal viel besser, als kein Fleisch zu essen. Also schon mal ganz großes Kompliment für diesen ersten großen Step in Richtung Gesundheit und dann immer weniger Weizen-Eiweiß. Also zum Beispiel gibt es da einige Fallen, in die man nicht tappen sollte mit diesen ständigen Fertigprodukten, weil die dann letztendlich auch nicht so optimal sind für unsere Verdauung. Und was ich auch schön fand von dir, dass du gesagt hast, dass die Pflanzen einen von innen heraus verändern. Ja, tatsächlich ist es so. Die Pflanzen sind spirituelle Wesen. Und umso mehr wir sie uns einverleiben, desto mehr verändern sie unser Bewusstsein und auch ganz praktisch unsere Geschmacksknospen ändern sich. Das heißt, wir siedeln neue Bakterien an, die verändern unsere Geschmacksknospen und auf einmal schmecken uns ein entsafteter Löwenzahnsaft oder Selleriesaft, den hätten wir noch vor Jahren ausgespuckt und auf einmal sind sie dafür sensibilisiert. Also ich glaube, das ist sowieso ein Prozess, den man gar nicht aufhalten kann, wenn man bereit ist, sich von Fleisch, Milchprodukten und letztendlich auch von glutenhaltigem Getreide, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, zu distanzieren und einfach hingibt, dann kommt der Rest von alleine, wie man so schön sagt. Ja, super schön gesagt und wer sich mehr informieren möchte über diese beiden absoluten Superstars hier neben mir, David ist vom Rocosteria-Stand, also hier einfach den Gang entlang und auf der linken Seite. Und Barbara ist von Aroga Zellnahrung, lebendige Zellnahrung. Sie bietet auch einen sogenannten Zellcheck an, wo ihr auch mit einem ganz, ganz einfachen Check mal rausfinden könnt, wie ist eure Körperstruktur, wie geht's euch, wie geht's den Zellen und so weiter. Also das auf jeden Fall mal auschecken. Barbara mit ihrem Stand ist gerade hier entlang und dann auf der linken Seite. Also falls ihr euch mehr mit ihnen unterhalten wollt, macht es gerne. Unsere Zeit hier ist schon wieder um. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und ich sage nicht nur stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, sondern jetzt eben auch trinkt deinen grünen Saft und deinen Löwenzahn. Also in diesem Sinne alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao. Du willst selbst nur auf der Bühne stehen? Oder hast einfach nur Lust, mit uns im Team zusammenzuarbeiten, mit uns auf Messen zu gehen, in der Rocosteria zu arbeiten, in unserem Online-Team oder im Management? Mach einfach die Basis, die Grundausbildung dafür. Geh auf die Mr. Raw Akademie und sicher dir dort erstmal den gratis Free Content. Du hast da sehr, sehr hochwertige Videos von Ernährungsexperten wie Dr. Brian Clement, der Leiter des Hippocrates Health Instituts aus Amerika, 2-3 Vorträge von mir zu speziellen Themen auf Messen oder auf der Bühne, die ich gehalten habe und viel, viel mehr. Also unbedingt mal reinschauen auf der Mr. Raw Akademie. Und wenn du wirklich die Basisausbildung machen willst, dann hol dir die Mr. Raw Masterclass, die in den nächsten Tagen auf der Akademie erscheinen wird. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Liebe Grüße, dein David. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt.
Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.